Ja, servus die Marlon und grüß euch die Buren. Ja, wie ihr an den Eingangsbildern gesehen habt, ich bin wieder in diesem Wald, wo ich die Säuberung gesucht habe. Der hat mich so fasziniert, dass man denkt, da muss ich heute noch einmal her. Wir haben ein schöneres Wetter, es ist heller herin. Ich habe aber extra die große Kamera heute mitgenommen, dass das Ganze ein bisschen heller wird und nicht so rauscht. Ja, ich habe da jetzt auch schon meinen Platz gefunden da. Ich werde mir auch heute kein Tarp aufspannen. Ja, wenn man sehen kann, haben wir es inzwischen gemütlich gemacht. Tarp habe ich heute keins mit. Mit ein paar Sonnenstrahlen einfangen, so viel kommen da eh nicht durch. Und Wetter ist auch perfekt. Tja, es gibt heute natürlich auch eine Kleinigkeit zum Essen. Und zwar habe ich zwei so Fleischlaberl oder Frikadellen, wie man sagt in Deutschland. Die werde ich mir machen. Dann habe ich nur so einen Erdäpfel, schmeißen wir noch eine ins Pfandl. Und das Ganze machen wir heute einmal wieder am Solostoff. Ich habe ein paar trockene Sachen von daheim mitgenommen, obwohl da waren genug Asteln, aber ich will da was probieren. Und ja, mein Solostoff lädt heute wieder mal. Da hat mich einer gefragt, ob ich den näher vorstellen kann. Ja, näher vorstellen. Es gibt nicht viel dazu zum sagen. Den kann man wunderbar schön zusammenlegen, dann ist er klar. Das Backmaß ist natürlich immer noch rund. Das kann man nicht alle ändern, das ist eben kein Falthobo. Aber dadurch, dass der unten eigentlich nichts rausfallen kann, da hat er seitlich die Luftschlitz, wo er ansagt, ist das eigentlich wirklich ein super System, ein Holzvergaser eben. Es gibt den in verschiedenen Größen, ich habe den allerkleinsten, mir reicht der vollkommen. Gewicht blende ich da jetzt noch ein, weiß jetzt nicht auswendig, 220 Gramm oder was, also nicht ultraleicht wie mein Pico Grill, aber wurscht. Ja, ich würde sagen, wir fangen nicht lang an zu motzen, sondern reißen das Ganze an. Jetzt schneide ich mir meine Kartoffel und dann werden wir da anhatzen. Da haben wir jetzt einen Selfie-Stick gemacht, unten mit einem 1/4 Zoll Gewind, weil der hat unten einen Gewindanschluss, ein Holzsteckerl genommen, da ein Gewind, eine Draht und passt, steckt genauso und halt genauso gut. Aber wäre vielleicht auch noch mal separat, würde ich sagen. Dann werden wir da mal anfangen zum Anhatzen. Mein Zunderboxerl habe ich wieder dabei mit meinen getränkten Wattepads in Wachs. Heute habe ich nur zwei so Fichtenzapfen mit, aber dafür habe ich mir da auch ein paar so Scheiben zusammengeschnitten, so 3 cm dick, 3 cm lang. So ein Holzstickeln überblieben, werden wir mal schauen. Ja, ich habe mir da auch was Neues geholt, also ein Zippo habe ich schon seit zig Jahren. Nur habe ich mir da jetzt einen Gaseinsatz gekauft. Die gibt es zum Kaufen, kann ich euch verlinken, weil Benzin stinkt mir da ein bisschen zu viel. Und ja, gut. Schauen wir mal, dass wir ein Feuerl kriegen. Und dann sehen wir weiter. So, schauen wir mal, was wir sehen. Kiefernzapfen riechen schon gut. Hat man auch jetzt noch einmal gekauft. Diese aus Bananenblätter Teller auch noch. Ich finde, die sind super. Die kosten nicht viel. Wenn man es nicht nass macht, kann man es öfters verwenden. Wenn sie allerdings nass werden, geht es nicht, aber das macht ja nichts. Ja, das brutzelt schon. Und langsam klutschen. Ist ja kein Problem, mein Hockerl. Immer noch voll zufrieden damit. So, das schaut gut aus. Das geht ja ratzfatz. Ja, das sind wir fertig. Schauen wir mal. Herrlich, so muss es sein. Ah, ja, das ist halt genau meins. Das ist die Farbe, das taugt mir am allerbesten. Herrlich, ja, das ist. Wow. So, und ich würde sagen, Mahlzeit, Freunde. Ich genieße das jetzt einmal. Hasch, hasch. Ja.
sind gut geworden, gepflegt. Gut, vom Würzen her brauche ich mir auch nicht keine Sorgen machen. Hat ja meine Frau gemacht. Die kann das, schaut nicht nur sonst zu Hause. Ne? Langsam halbwegs kalt, das passt. Melone. Ja, Freunde, ihr kennt eh das Spiel. Ich werde jetzt in Ruhe weiter essen und dann seid ihr wieder dabei. So, da. Und die Bananentellerchen sind auch so, kommt auch gleich weg. So, dann lassen wir jetzt auch ausgehen. Ja, dass man sieht. So, Chivin auf Zeiten. Weiß nicht, ob ihr da her seht. Da ist drunter gar nichts. Perfekt. Ah. Ja, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen die Hängematte mitgenommen zum Anhängen. Ah. Ja. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Gut, auf die Schrittpfeife heute. Wir ruhen. Ja, bis später, Freunde. Zweitausend Jahre später. Ja, Freunde, jetzt war ich da bald eingeschlafen in der Hängematten, obwohl normal liege ich ja nicht gerne in so einer Matten, aber war nicht so schlecht. Aber ihr wisst, was mir fehlt. Ohne den geht damit gar nichts, ohne Kaffee. Und von daher werden wir da jetzt einmal genehmigen. Ach, herrlich, diese Ruhe, das ist wirklich gewaltig. Schön. Ah, ja, Freunde, so ist es gemütlich, oder? Ah. Ja, der erste Gruß geht wie immer an meine Krankensaison. Werdet mal gesund. Schaut, wie ich das genieße für euch. Und an alle Gesunden, werdet mal nicht krank. Prost! Ja, ja, ein Tischchen haben wir da gleich hergestellt. Dann hat es gleich viel gemütlicher. Herrlich, Sonne. Wow. So kann man das genießen. Ehrlich gesagt, auf meinem Hocker sitze ich gemütlich als wie in der Hängematte beim Sitzen. Das ist nicht so meins. Das ist ja, nicht so gemütlich. Ja, mal wieder ein bisschen rumgehen. Ein bisschen Abwechslung. Ja, da sitzt man schon ein wenig gemütlicher, kann ich schon sagen. Ja, Kaffee in der Idylle ist natürlich immer ein Hammer. Echt schön, echt schön. Ja, Freunde, was ich euch noch zeigen wollte, vielleicht ist es euch schon aufgefallen bei der Tour, aber ich habe eigentlich keine Clips mehr drauf. Ich habe das umgebaut auf so G-Hooks, also so G-Hacken. Und gefällt mir optisch ein bisschen besser. Habe jetzt eigentlich alle getauscht. Seitlich die zwei Fuhren, die Hauptding, den auf der Seite. Habe auch den getauscht. Fuhren beim Brustgurt. Die einzigen, was ich lassen habe, sind diese Schnellabwurfschnallen, weil das, glaube ich, hat ein bisschen mehr Sinn, wenn die so drauf bleiben. Aber der Rest ist umgebaut. Ja, das sind diese sogenannten G-Hooks, nennen sie die, G-Haken. Und ja, die haben da vorne so eine kleine Nase. Ich habe da müssen ein paar Änderungen treffen. Ich habe die 20 mm Braten. Es braucht es natürlich immer dazu passend für eure Riemen, falls ihr das ändern wollt. Und das Problem, was beim Bergen ist, dass diese, wo die Hageln eingehängt sind, nicht alle gleich dick sind.
Jetzt kann einmal sein, dass die Schlaufen größer ist. Da passt es dann wirklich schön durch. Und da bleibt es wieder hängen, wenn die Nasen so groß sind. Jetzt habe ich die ein bisschen abgeschliffen. Und dadurch gingen die aber schön super da durch und auch wieder raus. Und macht euch keine Sorgen, die gehen nicht auf, die bleiben hängen. Also es ist immer noch ein Stück was vom Haken drauf, aber man kann es auf alle Fälle leichter einfahren. Super Spanner und mir gefällt das System einfach besser, ja, falls wer nachbauen will. Also ich finde, das schaut irgendwie ein bisschen schöner aus, hat einen eigenen Flair und ja, ist halt so. Ich kann euch einmal einblenden, was ich da jetzt alles runtergeschnitten habe. Und bände euch auch ein paar Bühlen ein, wie das jetzt da ausschaut mit den neuen G-Hooks, G-Hacken quasi. Ja, diese Hocken habe ich jetzt glaube ich schon ein Dreivierteljahr daheim liegen. Ein halbes Jahr auf alle Fälle. Habe mich aber nie drüber getraut, weil ich gewusst habe, wird sowas, wird es nichts. Aber jetzt haben wir gedacht, ich muss ihn ein bisschen persönlicher gestalten für mich, weil ich habe ihn verdammt gern. Es ist mein Lieblingssack geworden, sagen wir so. Jetzt haben wir es 3:15. Ich würde sagen, ich mache sie langsam klar schief und schaue dann wieder, dass ich in die Heimat komme. Hab da jetzt eh noch einiges zum Zusammenrahmen, das dauert eh noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, da braucht es mir aber wieder nicht zuschauen, das wisst ihr, wie das geht. Ich melde mich dann kurz vorm Abflug, also bis gleich. So Freunde, ich habe alles zusammengeräumt. Ich habe alles weggeräumt, ich habe alles eingepackt. Wuseln brauche ich da heute nicht. Das Gras stellt sich eh wieder auf in ein paar Tagen. Und in dem Sinn brauche ich heute wieder unten noch einmal gehen. Also, gehen wir. Da sind auch überall darin so verdammt viel von den Erdhügeln. Wahnsinn. Wirklich viel. Da wieder so eine Hülle. Gewaltig. Keine Ahnung, was die da herin machen. Und nein, Grabhügeln können das kein sein, tausendjährige, weil da steht Hochwasser immer wieder. Also, keine Ahnung. Vielleicht nur Zufall. Da war wieder der nächste Hügel. Naja. Nichts Besonderes da. Ja, weiter. Ja, Freunde, ich bin am Weg heraus und den Rest erspurreich, das habt ihr eh beim letzten Mal gesehen. Da gibt es auch nichts Besonderes. Ich verabschiede mich gleich an dieser Stelle bei euch. Ich sage immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus, die Mauer und pfiat euch, die Burm.